Hi Michi. So, ich habe gesehen, die Kamera hat die Füße bekommen. Ja, also so beginnt das heutige Video. Wenn einer mal was sagt, da sieht man bloß, wie der Michi da rein dackelt. Also hier, ja. Also da, hier muss gucken, also. Das Alter, ist das ein Spiegel? Das ist eine Meisterlackierung, ist das. Ich glaube, um Kevin geht gerade einer ab. Das sieht hier scheiße aus. Schau nicht so genau hin, das hast du schon gefreut, dass es gut ausschaut. Nee, aber ist gut geworden. Der Fahrstuhl ist auch nicht. Ich habe noch einen Fahrstuhl. War das jetzt die letzte Lackierung? Nee, das ist jetzt, wo ich den Spiegel nochmal machen muss. Der lag nämlich nicht da, wo es sein sollte, sondern auf dem Boden. Ich hab's gelöst. Alles klar. Ja, aber das schauen wir jetzt mal, ob man es rauspolieren kann. Dann. Weil wenn ich schon was beim Domi gesehen habe und was der da schon alles rauspoliert hat bei seinem Audi. Hey, wo ist denn, Alter? Ja, genau hier. Das ist ganz leicht. Sieht man es? Auf der Cam. Oh Mann! Und diese Ecke. Und hier. Ja. Schauen wir mal, ob wir das rauspolieren können. Wenn nicht, müssen wir den halt nochmal nachlackieren. Aber sonst schaut alles richtig gut aus. Können wir zufrieden sein mit dem, was der Kevin gemacht hat? Ja, gut, dann gehen wir mal hinter. Ja, David mal wieder nur Müllermilch trinken. Mhm. Damit wir groß und stark werden. Ja. Oh. Beides schon vorbei. Schon rum ums Eck. Wachsen tue ich nämlich. Stark. Ja, mach jetzt schon. Reicht so. So, die Kacke haben wir mal jetzt wieder ausgebaut. Die Überlegung war, ob vielleicht folieren. Oder nicht. Jetzt haben wir beschlossen, wir lackieren das. Und hier die ganzen Macken rausschleifen. Weil das leider Stahl ist. Und sonst weiter rostet. Und dann lassen wir das verlieren und dann zieht es die Folie auf und schmeißt Beulen. Darum haben wir gesagt, jetzt schleifen sie, grundieren sie und spritzen sie mal mit der Sprühdose an. Und wenn wir Lust haben, können wir sie nämlich dann immer noch folieren. Na, ja, aber wenigstens so rausschleifen. Und vorgesagt. Ja. Ja, die werden dann matt. David hat schon eins. Das letzte Mal, ich glaube schon, kurz noch zusammenbasteln. Zum gucken, wie es ausschaut. Dann wird wahrscheinlich alles so wie das. Schön matt. Passt ja dann auch zu den Gummis und so. Muss ja nicht alles glänzen. Ich glaube, das ist dann schon ein bisschen viel. Ich meine, das ganze Auto ist jetzt dann komplett schwarz. Ich weiß gar nicht, das dann so gut ausschaut, haben verlieren sowieso, aber ja, lassen wir uns überraschen. Ja, wenigstens brechen jetzt die Chromleisten wieder wegen. Genau, sehen wir dann. Gut, was machst du da? Ich habe jetzt das hintere Gitter, das habe ich ja mit der Löpischole weggeschmolzen gehabt. Das an den Schweißstellen habe ich alles weggeschmolzen gehabt fürs Lackieren. Dass wir das hier einzeln haben, dass das hinten dran nur so originales Kunststoff bleibt. Das habe ich so dahin gemacht. Jetzt habe ich die Scheibenwaschdüsen mit meinem Kunststoffgel behandelt, dass sie wieder richtig schön schwarz sind. Gepflegt und das stecke ich jetzt mal zusammen. Und dann tue ich das wieder in die Haube mal rein. Was machst du? Nee, Film. Okay, kannst du auch mal was arbeiten und so? Nein, ich auch. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ja. Klingt nach Feierabend. Ist aber richtig gegangen, ne? Ja, du hast die Dinger jetzt grundiert. Ja. Das Ei muss man nochmal nachgrundieren. Deine ist schon fertig. Ja, das habe ich eingebaut. Das Gitter. Sieht wieder ein bisschen fertiger aus. Ja, die Dinger habe ich angelötet. Hast du vorhin schon gesagt.
Nein? Ja, hab den Kabelbaum wieder reingesetzt. Da ist schon mal alles so vom Leib, dass es wieder sauber drin ist. Ja. 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 Hoffen, dass morgen mehr vor uns liegt. Ja. Schauen wir. Ja. Wenn er das ja bald Wochenende will. Ja, das merkt man schon, wenn der Kevin wieder arbeiten muss. Ja, komm halt auch nicht zu spät. Ja, und ich war ja bei BMW noch, hab Clips geholt. Ja. Ist rum mit dem Lotto-Leben. Wie sie wieder arbeiten, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Weißt du schon, wie die auf der Stapel aufhocken muss? Ja. Von hinten hoch, links zur Stube, da will ich rauskommen. In der Mitte wie beim Bobbycar, oder? Ja. Ja. Warum filmst du eigentlich nur noch mich? Film doch mal dich. Oder ich die Kamera. Ja. Ja. Nee. Dann macht es jetzt schon ziemlich viel Gang. Nicht. Ah ja, wieder ein Teil weniger zum Verbauen. Ja. Ja. Morgen kommen dann Spiegelkappen dran und übermorgen. Also morgen die linke und übermorgen die rechte. Ja, genau. So eine Art. Nee, hoffen wir mal, dass die Fenster hier bekommen und die Türen können wir erst weit zusammenbauen, sobald die Sachen fertig lackiert sind. Ja, ich werde mich dann wahrscheinlich morgen etwas an den Innenraum machen. So, ich lackiere das da fertig. Ja. Das hier. Und dann werde ich mal hinten gucken, ob ich die Felgen irgendwie sauber kriege. Ja. Irgendwas finden wir schon. Gibt genügend noch. Ah, für mich nicht. Ich habe ja immer einen Teller Film. Was? Weißt du, zu dritt reißt man auseinander oder? Beim Zusammenbauen bist du fast allein. Was? Mhm. Tja. Sagt, wenn man das selbst erklärt. Ja. Also, für mich ist da nichts selbst erklärt. Ja, nee. Schauen wir morgen weiter. Ja, hoffen wir, dass morgen wird definitiv mehr vorwärts gehen, denke ich mal. Sag das nicht. Das weiß ich doch noch gar nicht. Ja. Gut, also, bis morgen. Bis morgen. Ciao.